Hallo ihr Lieben, es ist Sonntag, es ist Muttertag, hier in Nordrhein-Westfalen ist Landtagswahl, was noch? Schönes Wetter war es heute und ich habe Lust, ein Video aufzunehmen, obwohl ich habe gar nichts fertig. Aber ich denke mal, das ist nicht wirklich wichtig, es ist einiges hier in Arbeit, das wisst ihr. Besonders viel zum Zeigen habe ich sowieso nicht. UFOs. Ein bisschen, was ich machen möchte. Meine Wollkäufe mussten leider sein. Ein paar Nebensachen. Meine Reklamation hätte ich zu zeigen. Und ja, und am Anfang zeige ich euch, irgendwer wollte es wissen, mein Stash. Das ist allerdings reine Kohlenwolle. Ich rutsch mal ein bisschen. Das ist nur Kohlenwolle, die ursprünglich mal gekauft worden ist für, ups, ja, ich darf mit aufs Bild, die gekauft worden ist für Strickmaschinen. Denn ich habe Strickmaschinen. Drei. Ich rutsche jetzt wieder rüber. Drei Strickmaschinen. Ich habe mir eingebildet, nach weiß ich nicht, wie viele Jahren Handstricken ich gemacht habe. Ich muss an das Licht haben. Ich muss ein bisschen drehen. Mich ein bisschen von vorne. So, teilweise sehr blass. So, ich habe drei Strickmaschinen, eine Doppelbett-Empisal SK, überlegen, SK280. Die ist gut verpackt, mottengeschützt und nicht erreichbar im Moment für mich. Das ist eine Maschine, die baust du nicht auf und ab. Die habe ich zugunsten meiner Schneidematte fürs Patchwork, meinem großen Arbeitstisch, habe ich die weggepackt, damit ich weiter nähen konnte. Patchwork hat also, ist raumgreifend. Man braucht Platz für Stoffe zum Ausbreiten, zum Zuschneiden, zum ja, Auslegen, wie es ausschaut. Und ja, dann habe ich einen Mittelstricker. Der ist zackig aufgebaut und der steht allerdings auch nur in der Ecke und ein ganz Grobstricker. Warum ich Strickmaschinen habe, ja, wie gesagt, ich glaube, ich habe eben da schon angefangen zu erzählen. Nach vielen Jahren, die ich ja auch gewerblich gestrickt habe, unter anderem für Junghanswolle, beziehungsweise für ein Junghansgeschäft, als es die noch gab in den Ende 80er, Anfang 90er, meinte ich, ja, mit Strickmaschine geht viel schneller, wenigstens im privaten Bereich. Ich habe auch einiges gemacht für mich und auch, man hat auch ganz schnell irgendwas fertig und auch besondere Stücke fertig. Aber ich bin so ganz tief im Innern, ich bin ein Handstricker. Es ändert sich auch nichts dran und ja, vielleicht krame ich die ein oder andere Maschine nochmal aus, aber im Moment lieber nicht. Mein Maschinenpark ist sowieso ein bisschen größer. Ich habe ja auch insgesamt, glaube ich, vier Nähmaschinen, also zwei Nähmaschinen. Eine Coverlock, eine Overlock. Ja, was man halt so braucht, ne? Platz habe ich natürlich keinen dafür. Es ist nicht immer alles offen. Ja, wie gesagt. Man muss alles haben. Man will alles haben. Wenn ich irgendwie ein Hobby anfange, ich habe ganz früher nur Kleidung genäht, das Patchwork kam erst später. Muss es jetzt natürlich eine große Nähmaschine sein, mit großem Durchlass, damit der ganze Quilt darunter gepüngelt werden kann. Das war, also quetschen, püngeln ist so ein rheinischer Ausdruck, um den zu quilten mit der Maschine. Kann ich aber allerdings nicht wirklich gut. Ich quilte mit der Hand am liebsten. Macht mir allerdings meine Hand zurzeit Probleme. Ich habe. Ja, ich denke, es ist Arthrose. Es tut halt schon mal sehr weh im Handgelenk. Nein, es ist kein Karpaltunnelsyndrom. Da bin ich dran schon operiert worden. Und es ist wirklich ein stechender Schmerz. Kurz und schmerzlos. Nein, kann man nicht sagen. Kurz und sehr schmerzhaft. Aber er ist auch dann auch wieder weg. Nur mit beim Handquilten fällt es mir sehr auf. Stricken macht überhaupt keine Probleme. Ich bin strickenderweise zur Karpaltunnelsyndrom-Operation gegangen. Und ich glaube, 2 Tage später habe ich auch schon wieder Socken gestrickt. Schön bekloppt, ne? Hat der Doktor auch gesagt. Aber egal, es hat funktioniert. Und das macht keine Probleme mehr. Naja, aber ich schweife nun ab.
Fertig, wie gesagt, habe ich gar nichts. Was ich euch zeigen kann, ist Pulmonaria. Greif mal eben um. Ich habe alles wunderbar um mich rumgestellt. Ich habe übrigens die Location gewechselt. Ich habe ein bisschen umgebaut. Also wenn der Herr Müller heute ins Bett will, dann wird es eng. Ne? So, also, das ist schon mal ein ganzes Stück gewachsen. Sprich, ich bin in der dritten, eins, zwei, in der dritten Reihe. Das heißt, es kommt nur noch eine vierte und ein Dreieck als Spitze. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Es strickt sich eigentlich sehr schön. Wird auch ziemlich groß, würde ich sagen. Ich fürchte jetzt fast, es wird zu groß, aber die Wolle ist mir ausgegangen. Mittlerweile habe ich das dritte Knäuel in Angriff, wobei ich ja nur noch zwei besessen habe. 800 Meter. Ich weiß nicht, wie die zusammenkommen sollten. Die sind schon weg. Ich habe aus Vorsicht zwei bestellt, werde aber nur eins jetzt noch brauchen. Also jetzt ist absehbar. Wie gesagt, die Lochreihe hatte ich euch ja schon gezeigt. Die habe ich überall eingearbeitet. Gefiel mir recht gut. Gefällt mir auch immer noch gut. Macht das Ganze locker. Ja, dann dunkel-lila, das kann man sehr schlecht erkennen. Gut, wie gesagt, ich denke mal, dass ich den noch bis Mitte der Woche fertig habe. Am Mittwoch habe ich Stricktreffen, da möchte ich den gerne zeigen. Alle 14 Tage Mittwochs treffe ich mich mit einigen Frauen hier aus dem Ort und aus der näheren Umgebung im Café, was praktischerweise fast auf meiner Tür ist. Also ich brauche wirklich nur einmal über die Straße zu gehen. Und wir haben immer viel Spaß zusammen. Die einen stricken nur Socken, die anderen nähen mit der Hand oder stricken oder häkeln. Also wir sind da ganz verschieden. Kleines Show and Tell, immer was hast du Neues, was hast du gekauft und das Übliche halt. Das habe ich angefangen oder beziehungsweise initiiert, als ich aufgehört habe zu arbeiten. Ich habe ein kleines Ohrproblem, sprich, ich höre auf einer Seite ziemlich schlecht. Vielleicht rede ich auch deswegen ziemlich laut und ja, weiß ich nicht, sonor, weil ich andere Leute nicht immer so verstehe, sondern immer fleißig bin, das rechte Ohr hinzuhalten. Es ist im Laden, ich habe als in einem Zeitungsladen gearbeitet und ja, Zeitung, Zigaretten, das übliche Brimborium. Und da ist es sehr schlecht, wenn man nicht mehr versteht, was die Kunden von einem möchten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt ist gut. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Jetzt arbeite ich nur noch für mich. Und da bin ich nun und habe nun Zeit zum Podcasten. Jo, was habe ich denn noch auf den Nadeln? Ja, nee, gerade nichts, ne? Die Socken brauche ich euch nicht zeigen. Die habt ihr gesehen, da ist es nicht vorwärts gegangen. Also brauchte ich da auch keinen Progress Keeper. Ich fürchte, ich brauche jetzt bald welche. Irgendwie, meine Maschenmarkierer werde ich nicht ersetzen, die berühmten, die ich euch in der letzten Folge gezeigt habe. Aber diese Progress Keeper, anstatt Sicherheitsnadeln, sehen ja viel schöner aus. Spätestens, wenn ich auf dem Wollmarkt war in Euskirchen, werde ich mir irgendwie und diese Verlaufsgarne, diese Bobbel gekauft habe. Ich hoffe, da hängen ein paar dran, dann kaufe ich ein paar Bobbel mehr, ne? Okay, gekauft. Im Supermarkt, beim Wocheneinkauf. Wie kann es anders sein? Im Realmarkt gab es Regias, Sockenwolle. Die wird ja eh schon verschleudert für 4,99, ne? 3,50. Da habe ich ein paar nette Farben. Moment, jetzt steht es auf dem Kopf. Also mit dem Spiegelverkehrt habe ich jetzt gelernt. Ich sehe das nur, während ich drehe, Spiegelverkehrt. So, das ist, davon habe ich zwei Knäuel. Das ist so ein bisschen blau und grün und weinrot. Gut, die Farben werde ich auch jetzt hier nicht drauf kriegen. Dann habe ich zwei Knäuel in richtig schönem Rot und dunkelblau und hell und ja, die nennt sich Snowflake Color. Wie gesagt, und dann noch einmal etwas knalliger, so in Julimondfarben mit viel Orange. Ich mag hier die Herbsttöne. Und noch
ein männertaugliches Teil. Vielleicht ist mein Mann auch noch mal dran. Das ist ja so ein ganz bisschen grün-gelblich drin, grau, schwarz. Und wie gesagt, ich denke, kannst du es sehen? Kann man das sehen? So wird es wohl ringeln. Das habe ich da gekauft. War gar nicht geplant. Mein Haushaltsgeld war gleich alle. Nee, haben wir gar nicht. So. Gekauft habe ich, wie gesagt, Fuchsienbeet und zwei Knäuel. Zauberball Lace. Wie heißt das gute Stück? 800 Meter. Schatten. Das heißt Schatten. Das heißt, da ist schwarz, grau, hellgrau. Ja, noch heller grau. Weiß gar nicht, ob man es gut sehen kann. Habe ich zur Vorsicht dann mal zwei bestellt. Ich musste ja eh Fuchsienbeet bestellen. Das habe ich bei Tolle Wolle in, ja, keine Ahnung. Tolle Wolle heißt der Shop. Kann man googeln, findet man. Da habe ich den Fuchsienbeet gefunden. Ich wollte zwei Stück haben zur Vorsicht. Überall war nur eins da. Und da habe ich gedacht, okay, dann Schwein gehabt. Davon habe ich auch zwei. Und das spiele ich ja mit dem Gedanken. Das zweite sieht ein bisschen anders gewickelt. Da kann man vielleicht sehen, welche Farben so drin stecken. Wie heißt er? Camino Bubbles. Die Silvia Nadelgeklapper. Nein, Silvia ist nicht Nadelgeklapper. Wollmessi. Silvia Wollmessi, Steffi Nadelgeklapper und die Verstrickungen Susanne D. Die drei haben ja den Camino Bubbles. Und ich hatte ja auch einen, ich habe ihn euch gezeigt beim letzten Mal, aber der ist ja schmal, Sockenwolle in Schwarz. Und bei Susanne und so habe ich gesehen, wie zart er sein kann, wie fein er gearbeitet sei und wie breit er sein kann. Und ich bin also, wie gesagt, wild entschlossen. Wolle ist da. Es könnte losgehen, wenn denn nicht so viel Leben dazwischen käme. So, was zeige ich euch noch? Ach so, ja, mein Dings habt ihr. Das hier ist übrigens Edelbert Vierstein von dreimal Faden. Das ist ein Kobold, der mich schon einige Jahre begleitet. Den habe ich von einer Blogfreundin. Das ist die Gesche von Dreimal Faden. Das ist ein WordPress-Blog. Mir mal gemacht. Der ist handgemacht und hat auch eine schicke Brille auf. Die fand ich so niedlich. Ja, und der ist halt immer dabei, wenn ich irgendwas tue. Na, jetzt habe ich ihn heute mal hier hinten hingesetzt. Injection hatte ich ihm gestrickt. Er hat so ein schickes kariertes Hemdchen, die Puppenkleidung hatte, die Gesche auch alle selbst gemacht. Aber die Strickjacke habe ich dann irgendwann nach einer kleinen Anleitung von ihr aus dem Sockenwollrest, hat er dann noch eine schicke Strickjacke dazu bekommen. Und ja, ich muss ihn hochsetzen. Arina, das ist Spielen, ne? Wollen wir ja nicht. Sie zerrupft ja sämtliche Stopftiere. Und unsere Vorgängerin, die Chica, die mochte keine kleinen Kinder. Sprich, er ist ja nur auch Babygröße, ne? Und das wäre Mord und Totschlag. Und mein Edelbert würde das nicht überleben. Ich habe ihn nie umgetauft. Ich fand ihn einfach schöner. So, jetzt setze ich wieder in die Ecke und warte mit seiner schicken Frisur. Bleibst du wohl? Ja, genau so. Jo, hier, wie gesagt, da steht meine Emma daneben, ich weiß gar nicht, ob ihr die sehen könnt. Das ist mein. Da oben sieht man übrigens im Hintergrund noch ein Bild von unserer Chica. Ich habe mir eine übergroße Schneiderpuppe mal gegönnt. Es war auch nötig, ne? Elfengleich, wie ich nun mal aussehe, hat mir meine Schneiderpuppe, die ich seit vielen, 20 Jahren hatte, sie ist leider nicht mitgewachsen. Okay, nicht zu ändern. Wer mich so nicht leiden kann, der muss es bleiben lassen. Ich kann mich selber so nicht leiden. Es hilft aber nichts. Irgendwann kam dann, ja, das, was viele Frauen trifft, dazwischen. Und danach war es wirklich Feierabend mit Figur. Also, da ich auch etwas Kleidung und nicht nackig rumlaufen möchte, muss ich mir was nähen.
So, das war aber jetzt so nur am Rande und sehr, Ich hatte aber was mit Stricknadeln. Ja, stimmt. Ich hatte doch die Knit Pro Zinnnadel. Da, wo ich die Maschen einzeln, die Rundstricknadel, die starre, da, wo ich die Maschen einzeln drüber heben musste. Und ich hatte auch gesagt, dass ich mich in Verbindung gesetzt hatte mit Ja, Wolle aus dem Saarland. Ich zeige euch gleich die Adresse dazu. Ich verlinke das aber dann auch nachher nochmal. Und wir sind hin und her und am Telefon wurde dann auch schon nachgeguckt, ob die anderen genauso waren. Ja, der Versprung, also zwischen Seil und Nadel, war dann doch gewöhnungsbedürftig. Und ja, dann habe ich gesagt, dann probiere ich lieber irgendwas anders. Das Risiko ist mir jetzt zu groß, was er mir empfehlen könnte. Und dann habe ich einfach mal Symphonie, Knit Pro Symphonie. Ich packe sie mal aus. Das sieht richtig schön aus. Ich weiß jetzt nicht, was es für ein Holz ist. Wo ist es denn? Oh Gott. Ja, ein Stricknadel kann man ja gar nicht zeigen. Ich habe sie also noch nicht ausprobiert. Das werde ich aber demnächst mal machen. Okay, das ist müßig. Zum Muttertag ein süßer Anhänger, der war mit bei der Lieferung, obwohl Frau Müller ist ja keine Mutter. So, dann zeige ich euch eben, wo man diese Firma erreicht. Wie gesagt, das ist Jawolle in Saarbrücken. Und super Service. Übrigens ein sehr schöner Shop. Ich hatte mich damals nur nach Nadeln umgeschaut und gar nicht nach der Wolle, aber da sind ja wahre Schätzchen. Ich werde da wieder mal einkaufen müssen, ne? Aber es ist Wollmarkt. Ich weiß, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, ne? Immer und immer wieder. So. Jo, was habe ich denn noch? Ich habe was Altes gefunden, was ganz Altes gefunden. Ich rutsche wieder aus dem Bild, ne? Was sehr Altes. Das ist Lana Grossa Binario. Da ist was ganz fertig, fast fertig im Schrank oder in der Wollkiste. Ich habe ein bisschen aufgeräumt in meiner Wolle. Das ist auch, glaube ich, nicht nach einer Anleitung irgendwie selbst ausgedacht, irgendwann mal. Und alle Teile sind fertig. Und es passt nicht mehr. Und ich ärgere mich. Es ist einfach alles zu kurz. Von der Weite wollen wir gar nicht sprechen. Da ließ sich ja noch was dran ändern, durch Blende und ähnliches. Aber es ist mir einfach alles zu kurz, weil Breite frisst Länge. Binario, das ist dieses Garn. Ich weiß auch gar nicht, ob das noch. Das ist ein Bändchengarn. So, Binario. Das ist ein Bändchen. Ne, ich muss gucken, wo ich bin. Einmal ein bisschen hellblau und einmal so ein ja, gewebtes Bändchen. So ein Glanzbändchen und gewebtes Bändchen zusammen. Strickt sich wunderbar. Das ist 50% Baumwolle, 45% Viskose, 5% Polyamid. 50 Gramm, 100 Meter. Kann man nichts wollen. Ob es das noch gibt, weiß ich nicht. Das ist Farbe 1, Partie 441. Das ist das letzte Etikett, was ich davon habe. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, mit dem sind es 6 ganze Knäuel da. Ich kaufte immer alles im Kilo, mehr oder weniger. Also Wolle geht mir so schnell nicht aus, ne? Mal gucken, ob ich das jetzt ribbel. Es geht leicht zu ribbeln. Oder ob ich weiter stricke. Ja. Und falls ihr jetzt meint, mir wäre es nicht warm genug, doch, es ist mir warm genug. Den wollte ich euch doch zeigen. Ich denke die ganze Zeit nicht dran. Das ist ein Brioche. So, das ist Tistou. Der Schnitt oder die Anleitung heißt Tistou, findet man bei meinem Revelry-Account in meinen Projects. Den habe ich aus handgesponnener Wolle gestrickt. Ich wollte unbedingt wissen, wie das funktioniert. Ich mag ja Positiv-Negativ-Effekte. Ich weiß nicht, ob man es so sieht. Ich habe auch einen dicken Fehler drin, weil ich wusste. Weiß nicht, weil ich das letzte Mal Patent gestrickt habe und zweifarbig, noch nie, im Leben noch nicht. Und mir hat das so gut gefallen und die Nancy Marchand, das scheint wohl die Göttin der Brioche-Stricker zu sein, die hatte keine freie Anleitung, die mir gefiel,
zum Ausprobieren und ich wollte nicht direkt in die Vollen gehen und Tis-Tu ist eine kostenlose Anleitung. Kann man durchgehen lassen, ne? Ich drehe es mal rum. So, und das macht sich wirklich, wirklich gut. So, kommt das rüber. Ich darf gar nicht zu nahe gehen, ne? Okay. Ja, so viel zum Thema Klimakterium, ne? Das war das. Jetzt ist mir leichter ums Herz. Vielleicht habt ihr schon den Videopodcast von Julia gesehen, die in Schottland lebt. Ich weiß den Namen des Podcasts nicht. Und sie zeigte ihr Fair Isle-Projekt, ihre Jacke. Hätte ich euch jetzt auch gerne gezeigt, weil es gab sie mal. So sieht sie jetzt aus. In meinen Projekten bei Reverie ist noch der Zustand zu sehen, sie war eigentlich so gut wie fertig. Nein, Ärmel fehlten noch. Ich weiß gar nicht mehr. Die habe ich angefangen vor sehr vielen Jahren. Es ist wirklich schon, ich weiß jetzt gar nicht, wo es steht. Das ist ein Muster aus diesem Buch, The Celtic Collection nach Alistair Moore. Das war mal Kult oder ist Kult. Da ist diese Anleitung drin und die heißt, halt, da fällt was raus. Und so. Und ich habe ziemlich Originalfarben. Habe ich mir zusammenstellen lassen. Es sind nicht alles Originalgarne, aber sehr viele 25 Gramm Knäuelchen und Shetland, Jameson, Two-Ply, Jameson aus Shetland. Was habe ich noch? Roban Tweed. Nee, Roban Tweed ist es gar nicht. Wie heißt das? Two-Ply Jumper, wie gesagt, es ist alles reine Schurwolle. Two-Ply Jumper. Es war kein billiger Spaß. Das Problem ist, als ich angefangen zu stricken, angefangen habe zu stricken, war sie mir zu groß. Da das ja in Runden gestrickt wird, merkt man es eher später. Es war mein erstes Fair Isle-Projekt und hast es gar nicht so drauf, wie die Fadenspannung so ist. Das habe ich eigentlich ganz gut hingekriegt, aber ich habe vergessen, das richtig auszurechnen. Und ja, es dauerte und dauerte und irgendwo, die Frau Julimond wurde halt immer ein bisschen mehr und wieder mehr. Und irgendwann war es zu eng. Es half nichts. Ich habe es mir immer wieder angeguckt, habe immer gedacht, du machst mal weiter und das wird schon wieder und du wirst auch wieder weniger. Ich denke, es sind ein paar von euch, die dasselbe Problem haben. Ich kenne natürlich auch genug Leute, die dieses Problem überhaupt nicht kennen. Es wird wohl nicht mehr weniger. Wenigstens nicht so, dass es da um einige Kleidergrößen ginge, um die es jetzt da ging. Ich werde sie neu anfangen. Ich habe Garn genug. Und werde sie halt dementsprechend jetzt wieder stricken, weil ich habe alles fein säuberlich sortiert und eingeräumt. Ich habe ja auch noch eine ganze Tüte Originalknäuelwolle. Das ist ja jetzt nur die Hälfte oder drei Viertel davon. Und das geht bei diesem Naturgarn, funktioniert die Geschichte. Also da mache ich mir überhaupt gar keine Probleme. Ich mache es demnächst, fange ich das wieder an in meiner Größe. Vielleicht nehme ich noch 500 Gramm ab, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall mein Plan. Also Juli hat mich da wieder vollkommen infiziert und ich habe gedacht, jetzt suchst du es raus. Das ist übrigens ein Korb, da ist Wäscheleine drum. Da habe ich mit Wäscheleine gehäkelt. Irgendwie drei alte Restknäule und habe da Wäscheleine eingehäkelt und dann immer weiter im Kreis und dann war gut und das lässt sich immer schön was verstauen. Mein Binario, der hat geschlafen in diesem Säckchen, was ich gerade beim Zeigen bin. Das ist gestrickfilzt, auch vor, weiß ich nicht, auch schon ewig her. Ich zeige immer nur alten Kram. Macht euch das, soll ich damit aufhören? Dann sagt es lieber, dann mache ich das nicht mehr.
Also da habe ich irgendwie ein Muster, ja, ausgedacht kann man es ja nicht nennen, das ist ja eine ganz bekannte, ja, griechisch anmutende Bordüre. Und ja, unten ist nichts Besonderes. Ja, und dann habe ich das Ding irgendwo hier oben, habe ich so ein I-Cord gemacht und habe dann, nee, so ein Rollrand gemacht, so habe ich es gemacht. Einfach einen Rollrand gemacht und habe dann noch mit, einfach nur mit Garn, locker umnäht. Und dann in die Waschmaschine mit einer alten Jeans. Tennisbälle haben wir nicht, wir spielen kein Tennis. Federbällchen weggegangen. Und ja, dann kam ein bisschen krumm und schief raus. Und dann habe ich meinen größten Kochtopf genommen und habe den übergestülpt und trocknen lassen. Ja, und das ist er nun, ne? Jetzt mittlerweile wird er ein bisschen, ja, bisschen labbelig. Er war schon fester. Er ist auch schon viele Jahre im Gebrauch und wandert und wandert und auf dem Balkon, in die Eifel, überall, wo ich hinfahre, der ist oft mit dabei, ne? Jo, was erzähle ich euch denn noch? Was steht denn hier auf meinem Plan? Ja, Wollkäufe haben wir, das haben wir. Ja, ein Twister habe ich mir bestellt. Ich habe einen, ich weiß gar nicht, da liegt er. Ich habe getwistet. Meine handgesponnene Wolle, Moment, ich nehme das mal raus. Meine handgesponnene Wolle um und habe eine Maschenprobe gemacht. So, einfach nur mal gucken, wie man mit Vereil oder zweifarbig stricken. Ich möchte mir eine ärmellose Weste daraus stricken. Wo ich unten abbünchen, das ist jetzt nicht unbedingt das Bünchen, aber ich mache gerne kraus rechts bei der Maschenprobe, damit es starr bleibt, damit es sich nicht auseinanderzieht. Und hier am Rand mache ich auch immer meistens kraus rechts für die Maschenproben. Wenn ich eine mache, ich bin da sehr nachlässig drin. Und die ist auch jetzt nur halb hoch und die wird auch nur halb hoch bleiben. So. Hab einfach nur mal probiert, wie es sich verstrickt. Es ist etwas unregelmäßig. Es wälzt sich jetzt auch, weil ich da jetzt glatt rechts reingestrickt habe. Daran kann ich nämlich ungefähr sehen, wie viel ich zusammenziehe oder auch nicht. Das heißt, ich werde es etwas feucht machen, werde das jetzt abketten, werde es etwas feucht machen und dann mal schauen. Die Höhe ist sowieso, das ist mir völlig egal, wie hoch, wie viele Reihen ich in der Höhe brauche, das mache ich ganz nach Bedarf. Es geht mir nur um die Weite und wie sich das Muster verändert. Es strickt sich sehr schön, ich bin ganz entzückt. Was habe ich jetzt hier genommen? Das sind jetzt Nadel Nummer 3. Also meine Maschenprobe, was ich so durchgemessen hatte, war eben Sockenwollstärke, also was von 32 Maschen auf 10 cm. Gut, wie gesagt, da habe ich mir dann getwistet. Mein erstes Mal, ich habe nur so einen ganz einfachen Wollwickler, der macht einen Höllenlärm, wenn ich den bewege. So einen kleinen Weiß mit Rot. Und meine Freundin, bei der ich zum Geburtstag letztens war, die hat natürlich in mehreren Größen, ich komme jetzt gar nicht dran, hier so ein rosa Teil, ne? So. Und da habe ich dann gestern Abend mal probiert. Ich denke mal, den haben vielleicht auch einige von euch. Und ich hatte geliebäugelt mit dem, den gibt es auch von, heißt der von Knit Pro, den gibt es bei verschiedenen Händlern jetzt. Nee, das ist von irgendeiner bekannten Firma. Egal. Den wollte ich nicht. Er sieht nämlich wirklich nicht viel anders aus als meiner, etwas instabil. Und es ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte gerne einen Twister haben. Und zwar die größere Ausgabe von dem. Das heißt, ich kann meine Kohlenwolle, die ja teilweise recht dünnes Garn ist, zu Handstrickgarn verarbeiten, ich kann Fäden zusammennähen und verzwirbel die gleich, twiste die gleich. Das wird nicht richtig verzwirrend. Das ist im Prinzip auch nur ein gefachtes Garn, das, was ihr immer auf Bobbel kauft, aber ich könnte es mir selber machen damit. Und für den Privatgebrauch, ich werde niemanden damit verkaufstechnisch belästigen, ganz sicherlich nicht. Und wie gesagt, meine Vorräte sind größer, ne? Kann man durchgehen lassen, ja? Also ganz unten steht ja auch noch so einiges. Und ich habe, das ist nur eine Reihe, die ihr seht. Dahinter steht noch eine Reihe. Das ist noch alles in Tüten. Das kommt doch nachher wieder alles in Tüten, weil es mir dann doch ein bisschen einstaubt. Also ich habe extra für euch heute Morgen super aufgeräumt. Mache ich auch nicht für jeden. Jo, was gibt's noch zu erzählen?
Ja, das habe ich im Prinzip alles. Könnte ich jetzt schlichtweg ausmachen, ne? Nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe mir gekauft The Knitter. Zum Vorbeigehen in dem Laden, in dem ich mal gearbeitet habe. Auf den ersten Blick haben mir so zwei, drei Teile gefallen. Jetzt wieder nur noch eins oder vielleicht noch zwei. Ich weiß es nicht. Sie erinnert mich aber auf jeden Fall an eine Zeitung, die ich vor vielen Jahren abonniert hatte. Direkt aus den Vereinigten Staaten. Ich muss jetzt mal die Adresse zuhalten. Interwifnitz. Vom Stil her, von der Aufmachung, zwar nicht ganz so modern, aber erinnert sie mich gerne daran. Also ich habe aus diesen Zeitungen so viel gestrickt, weil es die Aufmachung, ich zeige es euch mal, die Aufteilung auch der Anleitung mit den Bildern drin und so, das es ist. Weiß nicht, was man jetzt da so erkennen kann. Also wie gesagt, ich habe viel von diesen Dingen gehabt. Sehr viele. Da gab es dann auch noch die Vogue Knitting. Die heißt aber heute, glaube ich, auch anders. So, das war auch so eine. Ich habe zwei Stehsammler voll von dieser Interwebnitz. Ab und zu gucke ich da mal gerne rein. Obwohl, ja, um die Jahrtausendwende. Und bis 2007 ist das jetzt hier. Ja, die sind jetzt von 2007. Es müssten auch noch ein paar Modelle irgendwo in meinem Schrank sein, die ich daraus gestrickt habe. Und was ich dann auch wieder irgendwann mal wieder machen werde. Ja, das war im Prinzip fast alles. Ja, ich habe mir schon wieder eine Anleitung gekauft. Geht ja nicht ohne, ne? Muss ich jetzt noch was sagen? Was nehme ich denn da für ein Garn? Ich möchte eigentlich eine Glattversion machen. Und am liebsten die Version, wenn ihr da guckt bei Reverie in der Projektanleitung von der Nicolor. Ist so ein bemaltes Teil. Ich meine, ich kann nicht malen, aber das sieht so schön aus. Ich möchte keine Kraus-Variante stricken. Das auf keinen Fall. Ich habe auch schon überlegt, wie ich dieses. Ja, diese Blattmaserung da reinkriege. Irgendwann, wenn ich es denn mal angefangen habe, dann dazu mehr. Ja, die Sachen, die ich ja sonst ausgedruckt hatte, habt ihr auch schon gesehen. Ja, wie lange sind wir denn schon? 32 Minuten, meine Güte, es wird jedes Mal länger. Noch ein Maschenpröbchen habe ich gemacht, weil. Aber da ist wirklich ein Pröbchen, kann man da nur sagen. Kohlewolle gefunden. Das ist gefachtes Garn. Warte ich. Das ist so ein richtig Herbst. Orangebraun. Total klasse. Ihr könnt vielleicht ein bisschen die Struktur erkennen. Es sieht aus, als wäre es so ein Vrier-Garne oder so Ruffles oder. Ja, wie nennt man das? Ich weiß es gar nicht. So, das ist vierfach hauchdünn. Wo kann man es sehen? Kann man gar nicht sehen, ne. Ich kriege das nicht auf die Backen, wo meine Hände näher. So, es ist auf jeden Fall hauchdünn. Und ich habe mal ein klein wenig angeschlagen. Wo seid ihr denn? So, ein klein wenig angeschlagen mit 2,5. Also auch das wäre Sockenwollstärke. Es fühlt sich an, es steht leider nichts mehr drin. Außer 705 vierfältig steht da gar nichts drin. Ich weiß nicht, was es für ein Material ist. Es ist aber Wolle drin. Es ist ein Glanz mit drin. Das ist in sich, dieser einzelne Faden ist nochmal in sich gedreht. Ich weiß nicht, wo man das erkennen kann. Kann man es sehen? Ich sehe es. So ein bisschen drehe. Ja. Okay. Es wird nichts. Es muss mehr stricken, sonst habt ihr gar nichts davon. Lasst das mal gut sein. Zumindest ist das ein schönes Sommergarn. Es ist sehr leicht. Ja, da sind ein paar hundert Gramm drauf. Da sollte sich wohl irgendwas von schaffen lassen. Meine Maschenproben mache ich also meistens mit Sockennadeln.
20er und dann, ich mache das mit den Rundstricknadeln, so ein kurzes Stück, das ist grausig. Das sehe ich immer beim Pulmonaria, da habe ich ja nun einmal die Rundstricknadel drin. Und wenn es dann auf die Spitze zugeht und ich. Okay. Es ist so, machen wir das Beste draus. So, und noch bin ich dem Sockenwollrestwahn nicht verfallen. Ich mache weder Hexipuffs noch irgendwelche Memory Blankets aus Quadraten, noch irgendwas anderes, keine Wetterdecken oder ähnliches. Es reizt mich alles. Aber ich weiß nicht, ob ich Wolldecken brauche. Wir haben einen Hund und der hart. Und da bin ich froh. Ich habe auch gestrickte Kissen gehabt. Und es geht gar nicht. Also irgendwo, leider. Ich versuche halt Restesocken zu machen für die Kinder oder. Ja, im Moment bin ich ja bei der Sockenaktion durch die Blocks geht's. 17 Socken in 2017. Bei 5 bin ich schon. Jetzt ist schon 5. Ich muss also irgendwie noch ein bisschen aufholen. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Restesocken zu machen. Diese Ringelsocke, das ist jetzt Paar Nummer 6, die ich da in Arbeit habe. Ja, wenn ich die jetzt noch im Mai fertig kriege, wäre es natürlich spitzenmäßig. Aber die Steuer muss auch noch gemacht werden. Gott, ja. Meine Lieblingsbeschäftigung, Steuer machen. Jedes Jahr. Die Steuer selber ist ja gar nicht das Problem, aber Papierstapel sortieren. Kennt ihr das? Ich fürchte ja. Bei jeder Rechnung, bei allem, was kommt, denke ich, räumst du sofort in den richtigen Ordner. Und wo räumt ihr es das hin? Auf den dicken Stapel. Jo, der liegt dann. Und am 31. Mai ist Abschlusstag. Ne? Jo, meine Damen. Meine Jungs, ich weiß gar nicht, ob ein Herr hier mitguckt, ich glaube nicht. Ich denke, für heute mache ich Schluss. Ich wollte mich nur melden, nicht, dass ihr meint, ich mache nicht weiter. Es macht Spaß. Und ich habe was bestellt. Mit dem Videomaker habe ich ein Probevideo gemacht. Vergiss es. Ich komme mit dem Teil nicht klar. Das ist irgendwie, dann war es wieder weg, dann. Nicht abgespeichert. Es hat nicht richtig funktioniert. Ich habe das da. Ich kann es ja nicht veröffentlichen und sehen, wie das dann draußen wirkt. Ich kenne es ja jetzt nur vom Laptop. Dann habe ich jetzt bei diversen Podcasterinnen gesehen, dann ist ganz unten so in der Leiste, da irgendwo ist eingeblendet, da unten so, mit Fotodirektor, Fotodirektor, gefilmt oder bearbeitet. Bestellung läuft. Und dann habe ich mir jetzt noch für Smartphone so ein kleines Stativ, so ein kleines Dreibeinchen, so mit flexiblen Beinchen bestellt. Dann vielleicht mal mit dem Smartphone probiere. Ich weiß nicht, ob die Qualität anders ist oder ob der Bildausschnitt breiter ist, weil es fällt mir bei YouTube auf, dass nicht alle Filme gleich sind. Also, okay, ich kann sofort erkennen, wenn einer mit senkrecht mit dem Handy fotografiert hat. Ich mache mit dem Tablet und ich sehe, dass mein Bildausschnitt nicht so groß ist wie der von denen wahrscheinlich mit dem Smartphone. Moment. Schneide ich jetzt nicht raus, bleibt drin. Ausschneiden kann ich schon, aber es passt dann nicht mehr. So, und eigentlich hätte ich es gerne etwas breiter im Bildausschnitt, weil, ne, so diesen, 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 das ist immer ein bisschen blöd. Wie gesagt, Bestellungen laufen und dann werde ich wohl endlich auch so ein paar Tutorials machen können. Ich meine, eigentlich gibt es ja schon alle Tutorials zu allen Themen und in jeder Größe, Form und Farbe. Ich weiß nicht, ob ich auch noch was machen muss. Ich hatte mal irgendwann, das gab es aber dann nur als PDF von mir, Socken für rechte und linke Füße. Ne? Ja, okay. Dann habe ich früher auch schon mal Übersetzungen gemacht aus englischen Strickanleitungen. Anfängen von Reverie und dann habe ich dann um Erlaubnis, ach nee, ich glaube, das war sogar noch vor Reverie, dann habe ich noch um Erlaubnis gefragt, dann wurde dann gemailt mit der Designerin und musste ich mir dann ja schriftlich geben lassen, dass ich das ins Deutsche übersetzen darf und so, das waren so meine Anfänge dann eigentlich und mittlerweile, ich stricke auch sehr gerne in englischen Anleitungen, aber ich brauch die Deutschen, da komme ich dann wirklich schwieriger mit zurecht. Ich weiß nicht warum. Also wenn die übersetzten, ins Deutsche übersetzten Anleitungen, ich habe so ein paar, wie jetzt bei dem Nomilinto, den ich gestrickt hatte, oder beim, weiß ich jetzt nicht,
noch irgendwie eine. Bin ich mir dann, habe ich erst die Deutsche mir runtergeladen, wenn es dann beide gab bei Reverie, und stellte fest, dass ich mit dem Deutschen irgendwie, ich habe mir die Englische dann ausgedruckt und habe gedacht, dann guckst du jetzt lieber danach, ne? Es gefällt mir teilweise besser. Ich komme besser damit klar, obwohl ich anfangs sehr gegen ausgeschriebene Anleitungen, da habe ich gedacht, mein Gott, machen die sich eine Arbeit? Sämtliche Strickanleitungen ausgeschrieben, jede Masche einzeln, vorwärts, rückwärts, und es funktioniert aber ganz gut, ne? Es geht. Ich habe sonst nur nach Charts gestrickt. Also es ging ja für mich nichts über Charts, und da lobe ich mir ja eigentlich auch diese minimalistischen Strickanleitungen von Junghans, ne? Eine technische Zeichnung, und da sind Reihen, da sind Maschen, da sind Zentimeter, da ist alles drauf, wie du willst. Und ja, halt die Strickschriften für irgendwelche Lesmuster oder wie auch immer. Das geht auch so, ne? Das hat auch sonst, glaube ich, niemand so wirklich gemacht, wie Junghans das macht, ne? Ich habe keinen Vertrag mit Junghans, keine Bange. Das ist lange, lange her, und Junghans weiß es, glaube ich, auch nicht. Ich habe für ein Geschäft gearbeitet, also ein Junghans Laden, und der war ja dann in separater Führung. Ja, so sieht's aus. So, jetzt entlasse ich euch mit meinen Maschenproben und mit dem Kleinkram, den ich euch heute zu zeigen hatte. Ich habe versucht, nicht ganz so hektisch zu reden heute. Weiß nicht, ob es gelungen ist. Den schönen Abend wünsche ich euch. Falls das heute noch hochgeht, ist es ja noch Muttertag. Wenn nicht, okay, dann einen Start in eine gute Woche mit schönem Wetter. Hier hat sich eben fast ein Gewitter zusammengebraut, und ich wollte ja hier aufnehmen, und dann wurde es hier auf einmal dunkel und dunkler drin. Jetzt habe ich das Fliegengitter hochgemacht, das Fenster weit aufgerissen. Im Moment scheint die Sonne. Es kann sich aber schlagartig ändern. Vorgestern hatten wir drei Donnerrollen hier, und unser Hund lag in der hintersten Ecke hinterm Sofa und ist da auch 3 Stunden nicht mehr rausgekommen. Es war längst vorbei. Es war wirklich dreimal Donnergrollen oder zweimal Donner. Wer war es nicht? Sie stirbt tausend Tode. Das Leckerchen zum Kaustänkchen, es blieb so halb angebatscht, sage ich ja immer, liegen und war völlig uninteressant, obwohl ihr sonst ja Fressen über alles geht. Okay. Mit den Ängsten muss man umgehen. Wir lassen sie zu arg drauf eingehen. Wir trösten sie. Also wenn sie Schutz sucht, dann natürlich sind wir da. Aber sie will dann nur in einer dunklen Ecke liegen und lässt sich auch mit keinem Leckerchen, noch nicht mal mit Hühnchenfleisch hat sie sich dann rauslocken lassen. Aber es sind schon arme Geschöpfe. Sie können sich nicht erwehren. Lautstärke, Silvester. Also ich darf gar nicht mehr an Silvester zurückdenken. Hier wird alles verriegelt, verrammelt. Fenster zu, Fernseher teilweise aus. Sobald es auf Mitternacht zugeht, Fernseher aus, weil da knallen sie auch in allen Ecken, allen Sendern, allen Sendungen. Ja, okay, wir trinken uns dann unser Gläschen Sekt oder unsere Flasche Bier zusammen. Ich bin ja kein Alkoholtrinker. Also bei mir tut es ein halber Piccolo oder ein Viertel Fläschchen Bier. Da bin ich schon Knülle. Aber wie gesagt, ich wünsche euch was. Ich habe jetzt genug gequasselt. Ihr seid's leid, ne? Habt einen schönen Abend. Ich freue mich auf euch. Nächste Woche bestimmt wieder. Tschüss.